Ich habe schon ein paar Mal versucht aufzuhören, aber jeweils für maximal 3 Wochen. Danach bin ich wieder rückfällig geworden, weil die psychische Abhängigkeit viel schlimmer ist. In dieser Reportage spreche ich mit Leuten, die Ritalin missbrauchen. Sie wollen damit ihre Leistung pushen oder dealen. 10 Franken für eine Tablette, das ist aber teuer. Auch mal 20 oder so. Es geht sicher auch ohne, aber ich schaffe mehr in kürzerer Zeit, wenn ich Ritalin nehme. Ritalin hat eine aufputschende Wirkung. Man spricht auch von legalem Koks. Missbrauch kann fatale Folgen haben, von psychischer Abhängigkeit über Angstzustände bis hin zum plötzlichen Tod. Ich habe nie gedacht, dass ich sterben könnte oder dass es vielleicht zu viel ist für mein Herz oder meinen Körper. Nie. Wohin kann missbräuchlicher Ritalin-Konsum führen? Dieser Frage will ich nachgehen. Seit ich 18 bin, habe ich ein Rezept für Ritalin, weil bei mir eine Schlafkrankheit diagnostiziert wurde. Ich greife selten zu Ritalin. Immer nur dann, wenn ich trotz meiner anderen Medikamente nicht wach bleiben kann und zum Beispiel eine Seite 7-mal lesen muss, bis ich ansatzweise mitbekomme, was draufsteht, weil ich aufgrund der Müdigkeit nicht denken kann. Es fühlt sich dann an, als hätte ich 7 Tage nicht geschlafen. Da hilft auch kein Powernap oder früher ins Bett gehen. Da bleibt mir nichts anderes, als zu Ritalin zu greifen. Das macht meinen Körper und meinen Geist wieder wach. Der Wirkstoff Methylphenidat, der in ADHS-Medikamenten wie Ritalin drin ist, ist amphetaminähnlich und hat eine aufputschende Wirkung. Ähnlich wie Koks, nur ohne euphorisches High. Während ich mit Ritalin auf ein normales Level komme, versuchen andere damit ihre Leistung zu pushen. Eine Art Hirndoping oder Neuroenhancement. Ob das überhaupt etwas bringt, kläre ich später in der Reportage. In meinem Umfeld kenne ich aber einige, die zum Lernen solche Tabletten schlucken. Eine davon ist Sophie. Sie möchte anonym bleiben. Wir chatten über WhatsApp. Also Sophie, erzähl mal, warum du Ritalin nimmst. Sophie schreibt hauptsächlich, um in kurzer Zeit viel Text lesen und verarbeiten zu können, vor allem bei Seminararbeiten. Würde es denn nicht auch ohne Ritalin gehen? Doch, es geht sicher auch ohne, aber ich schaffe mehr in kürzerer Zeit, wenn ich Ritalin nehme. Ich kann dann an einem Tag so viel erledigen wie sonst in 3. Ich habe sie gefragt, warum sie es nicht auch während der Arbeit nimmt. Studium oder Arbeit ist doch fast dasselbe. Sie schreibt, wegen der Nebenwirkungen. Ich werde extrem zittrig und sehr antisozial. Kontakte mit Menschen nerven oder überfordern mich dann schnell. Wenn ich Ritalin für die Uni nehme, sitze ich meistens allein in der Bibliothek und werde in der Regel nicht von anderen Menschen gestört. Ich frage sie, ob ihr die Nebenwirkungen nicht zu denken geben. Sie schreibt, klar ist es nicht gut für den Körper, wenn er so reagiert. Genauso wie zu viel Koffein nicht gut ist. Aber da ich das Ritalin aus einer sicheren Quelle habe, wo ich weiß, dass es sauber ist, mache ich mir nicht allzu viele Gedanken. Hey, danke für die Auskunft. Ich habe noch andere, mir nicht persönlich bekannte Leute gesucht, die Ritalin missbrauchen. Es ist ein offenes Geheimnis. Viele kennen Leute, die Ritalin missbrauchen, aber niemand will wirklich darüber sprechen. Denn jeder weiß ganz genau, es ist ein Missbrauch und es ist illegal. Ich werde immer mal wieder von Leuten gefragt, ob ich ihnen mein Ritalin verkaufe. Die Erfahrung machen offenbar auch andere mit einem Ritalin-Rezept. Einige schreiben mir, sie würden es auch verkaufen. Manuel schreibt mir zum Beispiel, er habe ADHS und habe seine 100er Packung Ritalin für 800 Franken an einen Studenten verkauft. Mehr Auskunft wollte er mir leider nicht geben. Ich habe noch eine Mail erhalten von Simon. Er schreibt, ich kenne viele Jugendliche in meinem Alter, ich bin 16, die regelmäßig Ritalin nehmen oder zumindest mal konsumiert haben. Viele bekommen es verschrieben. Es wird aber auch oft weitergegeben und verkauft. Und genau das macht Simon eben auch. Mit Simon spreche ich heute über FaceTime. Auch er möchte anonym bleiben. Hallo?
Hi Simon. Hallo Simon, salü. Du hast selbst schon Ritalin weitergegeben. Wie läuft das? Ja, die wissen, dass ich Ritalin habe oder das von anderen gehört haben, die fragen mich danach. Und wie viel verlangst du für ein Ritalin? Je nachdem, 10 Franken oder so. 10 Franken, das ist teuer. Ja, auch mal 20. Wir sprechen von 20 für eine Tablette. Man kann natürlich nicht immer für 20 verkaufen. Zum Vergleich, meine 200er-Packung kostet etwas mehr als 60 Franken. Und das zahlen deine Freunde oder Fremde? Oder Fremde. Wenn die Vorteile groß sind, denken sie schon, dass es sich lohnt. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass du eine Verantwortung hast? Du gibst das Medikament ja unerlaubterweise weiter. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Es landet deshalb ja auch niemand auf der Straße. Ich finde es nicht so schlimm. Wenn es Leute mit ADHS oder ADS verschrieben bekommen, sagen sich viele, es kann ja gar nicht so schlimm sein. Simon verkauft seine Tabletten vor allem an Bekannte. Eine der bisher größten internationalen Studien zu Neuroenhancement zeigt, dass fast die Hälfte der 100.000 befragten Ritalin und Co. illegal von Bekannten erhalten. So hat es auch bei Patricia angefangen, die sich bei mir gemeldet hat. Heute bin ich unterwegs zu ihr. Patricia hat 10 Jahre lang Ritalin genommen, weil bei ihr ADHS diagnostiziert wurde. In den letzten 3-4 Jahren ist es dann aber ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Sie hat angefangen, Ritalin zu missbrauchen und hat ihre Dosis massiv überschritten. So, oh, das ist ein Stoss. Hallo. Das erste Mal habe ich es am Gymnasium genommen. Da habe ich es von einem Freund bekommen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass mich Ritalin normal mache. Ich konnte mich gut konzentrieren und war viel besser in sozialen Situationen. So hat das dann seinen Lauf genommen. Nach dieser Erfahrung hat sie sich auf ADHS abklären lassen und von einem Psychiater ein Rezept erhalten. Welches war deine Maximaldosis? Am Anfang war das ganz normal, so 30, 40 Milligramm. Plötzlich bin ich an einen Punkt gekommen, da hatte ich das Gefühl, es reicht nicht mehr. Ich habe immer mehr nehmen wollen. Warum? Ich hatte einfach das Gefühl, es reicht nicht, ich performe nicht genug. Dann habe ich auf 170, 180 bis 200 Milligramm gesteigert, wirklich sehr, sehr viel. Zum Vergleich, 80 Milligramm ist die maximale Tagesdosis für eine erwachsene Person. Bei mir war es so, im Anfangsstadium hat es wirklich viele Probleme gelöst. Es macht einen irgendwie viel besser. Damals bin ich ja in die Schule gegangen. Das Wichtigste in dem Moment ist gewesen, das Abitur zu machen und es gut zu machen. Danach war es der Bachelor und ich wollte nichts anbrennen lassen. Aber du hast es darauf angelegt, dass du es auch wirklich bekommst. Bei der Abklärung macht man ja auch so Tests. Ich bin dort aus Überzeugung hingegangen und auch aus einer gewissen Verzweiflung heraus. Ich wollte das Ritalin und ich wollte es auf legalem Weg. Ich wollte es mir nicht illegal besorgen. Ich habe die Fragebögen dann auch so ausgefüllt, dass kein Risiko bestand, dass ich es nicht bekommen könnte. Ich habe mir immer gewünscht, erfolgreich zu sein, alles im Griff zu haben, immer die Beste zu sein. Und das Ritalin hat mir die Chance gegeben, genau das zu sein. Ich habe immer gedacht, ich genüge den Ansprüchen nur und bin nur erfolgreich und gut für andere und für mich selbst, wenn ich Ritalin nehme. Patricia fährt heute zu ihrem ehemaligen Psychiater. Jahrelang hat er ihr Ritalin verschrieben, ohne zu merken, dass ihr Konsum überbordet und sie in eine Abhängigkeit schlittert. Durch meine Recherche weiß ich, man wird schneller abhängig, wenn man Ritalin nimmt, ohne dass es medizinisch notwendig ist. Ich frage mich, ob Patricia vielleicht gar kein ADHS hatte.
Mein ADS ist nie so schlimm gewesen, nie so intensiv. Es hat mich nicht lebensunfähig gemacht. Ich habe psychisch nicht so stark darunter gelitten. Ich habe ab dem Zeitpunkt darunter gelitten, als ich wusste, wie das Leben mit Ritalin ist. Vor fast genau 2 Jahren hat Patricia das letzte Mal Ritalin genommen. Von einem auf den anderen Tag hat sie damit aufgehört. Aus Angst. Das war für mich der Weckruf, den ich gebraucht habe, um zu merken, dass es zu viel ist und ich mir überlegen muss, wie ich mein Leben lebe. Was ist denn damals genau passiert? Ich bin ganz normal arbeiten gegangen. Mir ist es nicht gut gegangen. Ich habe weiche Beine bekommen und gemerkt, dass das nicht weggeht. Es war eine Art Kreislaufzusammenbruch und danach bin ich zum Arzt. Da haben sie alles angeschaut und auch ein 24-Stunden-EKG gemacht. Das hat mich ziemlich eingeschüchtert, dass sie das alles abgeklärt haben. Ich habe gemerkt, ich muss irgendwas ändern. Ja, muss einfach jetzt ändern. So. Heute will Patricia mit ihrem ehemaligen Psychiater über ihren Missbrauch sprechen. Sie hat ihn nicht mehr gesehen, seit sie kein Ritalin mehr nimmt. Und auch vorher hat sie nur jeweils die neue Ration abgeholt. Wirkliche Gespräche zwischen ihr und dem Psychiater gab es keine. So hat er offenbar auch nie etwas von ihrem Missbrauch mitbekommen. Es ist ja dann auch immer mehr Ritalin geworden. Das hätte doch auffallen müssen. Dann sind ja deine Medikamente schnell weg gewesen. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber ich war natürlich schlau. Ich habe mir ausgerechnet, wie groß der Abstand sein müsste, um auf meiner normalen Dosis zu sein. Und deshalb habe ich Pausen eingelegt, was man auch nicht machen sollte, wenn man Ritalin nimmt. 2 oder 3 Wochen habe ich es dann nicht genommen. Hat das geklappt? In diesen 2 Wochen ging es mir immer gut, weil ich so frei und ich selbst war. Ich war glücklich, konnte lachen, ich konnte an Gesprächen teilnehmen. Ich war eine bessere Freundin, eine bessere Kollegin. Alles. Wieso denn Ritalin, wenn es dir ohne besser gegangen ist? Weil ich das Gefühl hatte, ich könnte nur damit performen, richtig gute Leistung bringen und genügen. Darum bin ich immer wieder zurückgegangen. Es ist aber immer auch ein trauriger Moment gewesen, weil ich diese glückliche Person in dem Moment hinter mir gelassen habe. Patricia erzählt auch von Nebenwirkungen. Viele sind typisch und ich kenne sie auch. Doch bei ihr haben sie ein extrem starkes Ausmaß angenommen. In den letzten 2, 3 Jahren habe ich pro Nacht etwa 3 bis 4 Stunden geschlafen. Dann Appetitlosigkeit. Ich war dann auch 10 Kilo leichter. Ich war auch nicht liebevoll, überhaupt nicht, sondern sehr kalt. Ich hatte generell ein Desinteresse an Menschen, an meiner Familie und Freunden. Ich war immer nur fokussiert auf eine Sache. Hast du dich nie gefragt, ob das nicht etwas fahrlässig ist? Ich habe nie gedacht, dass ich sterben könnte oder dass es vielleicht zu viel ist für mein Herz oder meinen Körper. Nie. Wenn ich mir das vorstelle, 200 Milligramm, da hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Ich habe dazu auch noch Koffein getrunken, Cola Zero, alles Mögliche. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie mein Körper das ausgehalten hat, aber das merkt man irgendwie nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich so sensibel bei solchen Dingen. Auch wenn ich nochmal Ritalin nehmen wollte, ich könnte es nicht. Mein Körper könnte damit nicht umgehen. Ich hätte viel zu viel Angst vor dem, was passieren könnte. Nachdem sie das Ritalin endgültig abgesetzt hat, hat sie plötzlich Panikattacken bekommen. Die haben ihr besonders Angst gemacht. Das möchte sie nicht nochmals erleben. Sie hat sich bei einer neuen Psychiaterin Hilfe geholt und eine Verhaltenstherapie gemacht. Zu ihrem vorherigen Psychiater wollte sie nicht mehr. Die Scham, ihm zu erzählen, was passiert ist, ist zu groß gewesen. Bist du nervös? Nicht mehr, nein. Heute Morgen und letzte Woche, aber jetzt eigentlich nicht. Ja. Beim Gespräch bin ich nicht dabei. Wir werden danach aber noch ein Gespräch zu dritt führen.
In der Zwischenzeit informiere ich mich über Ritalin-Missbrauch und dessen Ausmaß. Die bisher größte internationale Studie zeigt, dass in 15 untersuchten Industrieländern der Missbrauch solcher Medikamente von 2015 bis 2017 extrem zugenommen hat. Im Schnitt hat sich der Konsum fast verdreifacht. Eine andere Studie zeigt, dass in der Schweiz 4,1% der Studierenden mindestens einmal schon zu Ritalin und Co. gegriffen haben. Zur Leistungssteigerung. Die Studie ist aber schon fast 10 Jahre alt. Ich möchte wissen, wie gut sich Ritalin und Co. als Neuroenhancer überhaupt eignen. Ich spreche darum mit 2 Experten der Schweizerischen Fachgesellschaft für ADHS. Das ist ja eine ganz spannende Frage. Wie ist es bei Gesunden, die Ritalin nehmen? Da hat sich gezeigt, wahrscheinlich ist das geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Aber den Placebo-Effekt darf man nicht unterschätzen. Auf Dauer, man wird halt wach. Ja, aber die Leistungsfähigkeit nimmt halt auf Dauer nicht zu. Es ist wie bei Ovomaltine. Man kann es nicht besser, aber länger. Genau. Ja, aber ob das dann wirklich auf Dauer, vielleicht in der kurzfristigen Phase, aber ob das auf Dauer gut ist und ob die Leistung dann über das gesamte Studium dadurch besser wird, möchte ich streng bezweifeln. Ja. Und für mich ist extrem wichtig, nicht einfach, ich gebe Ihnen jetzt hier mal da die Ritalin-Schachtel, ja, sondern ich muss die Patientinnen und Patienten begleiten. Und das ist psychotherapeutisch, das ist eigentlich so ein Rundum-Paket, was Sie dann halt wie immer in der Medizin halt auch individuell anpassen müssen. Es gibt nicht die Therapie. Manche brauchen auch gar keine Verhaltenstherapie, aber Coaching, das ist so wichtig. Ja. Was wir natürlich manchmal haben, ist, dass Patienten sagen, das Medikament funktioniert so gut, ich will gar keine begleitende Psychotherapie mehr machen. Zum Beispiel ein 16-Jähriger, der sagt, nee, ich möchte gar nicht zum Herrn Dr. Kupferschmidt gehen und da über meine Probleme reden, aber das Medikament nehme ich doch ganz gerne, weil ich merke, es hilft mir. Das ist dann natürlich eine Entscheidung des Patienten und der Familie. Die Empfehlung wäre immer auch, etwas anderes außer Medikamenten zu machen. Ich verlange dann auch, die Patienten irgendwann mal wieder zu sehen, selbst wenn sie gut eingestellt sind. Und wenn es nur um die Nebenwirkungen geht, ja, da muss man wirklich sicher sein. Es kann ja doch mal eine Blutdrucksteigerung kommen oder doch mal auch irgendetwas am Herzen sein. Ja. Wenn man es dann nach und nach steigert, muss man natürlich auch sich überlegen, liegt denn überhaupt eine ADHS vor? Weil es ist ja gerade spannend, dass die meisten Menschen mit ADHS, die dann auf so Stimulantia respondieren, ja eben gerade nicht süchtig davon werden. Letztendlich ganz auszuschließen ist natürlich, selbst bei der richtigen Diagnose, eine Suchtentwicklung natürlich nicht. Die Experten sagen also, es sei wichtig, die Leute zu begleiten, die Ritalin verschrieben bekommen. Bei Patricia ist das aber nicht passiert. Hätte ihr Ritalin-Missbrauch dadurch vermieden werden können? Während unseres Gesprächs möchte ich den ehemaligen Therapeuten von Patricia darauf ansprechen. Wenn man mit einer Therapie gearbeitet hätte, wäre es dann nicht plötzlich aufgefallen? Wenn ich jetzt all die Patienten, die mit Medikamenten behandelt werden wegen ADHS, auch noch in einer Therapie unterbringen wollte, also nur unterbringen, geschweige denn selber machen, dann hätte ich sämtliche Therapeuten der Großregion vollgenagelt mit Patienten. Das ist die Realität in der Versorgungssituation. Also meine Devise, da spreche ich jetzt mal für mich, Psychotherapie ist sinnvoll notwendig, wenn Zweiterkrankungen da sind. Und davon gibt es ja jetzt genug. Was würdet ihr jetzt empfehlen? Was würden Sie empfehlen, um eine Sucht zu vermeiden? Sucht ist auch die körperliche Abhängigkeit. Sie hatten ja sogar die Fähigkeit, dann tagelang Medikamente nicht zu nehmen, um es für die Spitzen oder die erhofften Spitzenleistungen dann abzurufen. Aber es war ein Missbrauch, es war eine missbräuchliche Einnahme. Ich habe gemerkt, dass bis so am 11. Bis um 11, 12 ging es eigentlich ziemlich gut. Und am Nachmittag ist es dann gekippt. So um 17 Uhr habe ich dann eine Art Tunnelblick gehabt. Ich habe mich teilweise nicht mehr richtig bewegen können, weil ich wie gelähmt war. Wenn Sie schon auf dem quasi Optimum Ihrer Gehirnleistung sind, können Sie durch ein Stimulans
die Wirkung oder ihr Gehirn nicht zum Superbrain machen. Aber wenn das Optimum überschritten wird, auch mit der Dosis überschritten wird, dann wird zum Beispiel die Konzentration schlechter, die Unruhe wird höher, die emotionale Labilität wird höher. Und ich befürchte, da sind sie auch in eine Falle getappt. Die eigentliche Problematik von Patricia sei nicht das Ritalin, sondern ihr Verlangen nach Selbstoptimierung und Bestleistung gewesen. Ein Phänomen, das Dr. Kasper in unserer Leistungsgesellschaft nicht selten beobachtet. Wie geht es dir jetzt nach dem Gespräch? Ich fand es sehr interessant, auch seine Sichtweise zu verstehen. Ich fand es auch spannend, dass er gesagt hat, dass es nicht als Sucht gilt, sondern dass es ein Missbrauch gewesen ist. Mir hilft das. Ich finde, Sucht ist ein extrem starkes Wort. Er hat viele gute Punkte angesprochen, auch dass er mir so lange geholfen hat. Es hätte mir nicht geholfen, wenn ich nicht irgendeine Form von ADS oder ADHS hätte. Es ist erschreckend, was ein Medikament auslösen kann, wenn man es falsch anwendet. Besonders für mich, die selbst auch Ritalin nimmt. Patricia ist durch ihren Missbrauch kalt und lieblos geworden. Nur noch ihre Leistung hat gezählt. Und die ist durch das Ritalin auch nicht wirklich besser geworden.